Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Jestan. Willkommen zu einem neuen Mini-Vlog hier auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch etwas zeigen. Und zwar, ihr wisst ja alle, ich will mir einen Hund holen. Und bevor ich sowas gemacht habe, bevor der Hund hier erstickt oder ich ihn nach einer Woche wieder zurückgebe oder, weil ich einfach nicht hinbekomme, mich um meinen Hund zu kümmern, weil ich halt beschäftigt bin oder so, wollte ich erstmal testen, ob ich überhaupt in der Lage bin, einen Hund zu haben. Daraufhin habe ich meine Ma gefragt. Die wohnt ja quasi mit ihrem Freund zusammen. Und gefragt, ob ich mir den Hund ausleihen kann. Das war kein Problem, weil ich denke, es entlastet auch ein bisschen, wenn jemand anders mal den Hund nimmt. Ich wollte einfach nur fragen, um zu gucken, ob ich mit dem Hund eigentlich umgehen kann. Und er ist jetzt hier. Er ist ein bisschen anders, bitte versteht das. Er ist ein bisschen einzigartiger Hund, aber er bleibt nicht für immer hier. Aber er ist nett, also seid bitte nett zu ihm und beleidigt ihn nicht oder so. Oder macht ihn nicht traurig. Er liest die Kommentare. Und ja, er ist gerade hier und ich zeige euch den mal. Schnurreck, er heißt Schnurreck. Sag mal hallo. Das ist Schnurreck. Er ist ein, keine Ahnung wie die Rasse heißt, aber das Besondere an ihm ist, und zwar kann er, oder was heißt das, es gibt nichts Besonderes, aber er schnarcht. Und ich habe keine Ahnung, ob er so geboren wurde oder so, aber er hat irgendwie eine verstopfte Nase und er schnarcht die ganze Zeit. Ich bin mal kurz leise. Ja, ist klar, jetzt schnarcht er nicht, ne? Und das mag er am meisten, also das mag er am meisten, wenn man ihn hier krault. Jetzt. Also ihr hört, er schnarcht immer, tut mir ein bisschen leid immer. Und ja, ich habe im Moment also nur sowas hier eingerichtet. Dasselbe hat er auch zu Hause, da sitzt er im Moment drauf. Und ja, ist ziemlich gemütlich, ist so ein Körbchen quasi, wo man drauf sitzen kann. Er ist schon alt, er ist 13 oder 14, für einen Hund ein sehr altes Alter. Deswegen, ja, er muss ja viel liegen, viel chillen. Ja, chillt er ziemlich oft. Hier hat er sein Essen, sowas, keine Ahnung was das ist, habe ich jetzt bekommen. Und natürlich etwas zu trinken. Ja, willst du was essen? Und naja, ich habe ihn jetzt erstmal für, wie lange habe ich ihn jetzt? Ein paar Tage, um zu gucken, ob ich überhaupt mit ihm klarkomme. Weil er ist halt, wie gesagt, schon ziemlich alt. Und es ist halt, ja, bisschen... Oh, komm, wie süß. Ich glaube, er mag das. Guck mal, ich liebe das, wenn du das machst. Es tut so gut, ey. Oh, oh, toll ist das. Oh, mach weiter. Oh, geil. Hin oder her, geil, Alter. Oh, geil. Oh, denn ich kann nicht mehr. Oh, ja, geil. Also, ihr seht, er liebt es wirklich. Und, oh, er will, dass ich weitermache. Auf jeden Fall mag er es, geklaut zu werden. Er ist auch alt. Alte Hunde mögen es besonders. Und, ja, ich bin nicht der größte Hundeexperte. Aber ich, kenne mich so ein bisschen aus so. Also, ich weiß, was ich nicht tun darf und was ich tun darf. Dann habe ich jetzt zum Beispiel auch noch so eine Leine. Das ist so ein. Müsstet ihr alle kennen. Ziemlich cool eigentlich. Und dann gehe ich so 3 bis 4 Mal mit ihm Gassi. Da ich YouTuber bin, bin ich eh zu Hause und kann mit ihm oft Gassi gehen. Habe auch einen Garten, aber da ist mir das so unsicher. Vor allem beim Hund, der nicht mir gehört quasi, will ich eigentlich kein Risiko eingehen. Und wollte ich euch nur zeigen, diese Mini-Vlogs werde ich hier übrigens öfter machen. Sind das übrigens 3 Minuten? Ist das ein Mini-Vlog? Das ist bei manchen die normale Länge, ne? Bei mir ist es ein Mini-Vlog. Ja, mich würde interessieren, also das Ding ist, ich will mir jetzt einen Hund holen und es soll ein kleiner Hund sein. Also ihr könnt mal sehen, wie klein der ist. Der weiß gar nicht, was es geht, glaube ich, weil der so klein ist. Also er ist schon ziemlich klein und behaart. Hallo Leute, ich bin Schnurreck und mir geht's bestens hier. Und ich will mir auch einen Hund holen. Ich weiß nicht, wer sich von euch mit Hunden auskennt, aber vielleicht habt ihr so einen richtig kleinen und könnt mir eine Rasse empfehlen, die ich mir holen kann. Er soll auf jeden Fall nicht hässlich sein. Ich sag nicht, dass Schnurreck hässlich ist. Nichts gegen Schnurreck, nichts gegen dich. Aber er soll auf jeden Fall gut aussehen. Er ist so süß. Ich will einen kleinen Hund, ich will keinen großen. Auch nicht mittel, obwohl klein bis mittel. Ja, klein bis mittel ist auf jeden Fall perfekt. Ich habe ja auch einen Garten, aber ich will ihn halt nicht rauslassen, weil ich habe das Gefühl, er hüpft durch. Keine Ahnung, wie er das machen soll, aber keine Ahnung. Ja, er versteht schon, was ich meine. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, Schnurreck, verabschiede dich. Das ist ein Vlog, was ich hier gerade tue. Mann, Danny, du weißt doch ganz genau, ich bin total schüchtern, ey. Schnurreck, bitte verabschieden. Nein, Danny, ich weiß nicht, Mann. Okay, also, vielen Dank fürs Zuschauen des Videos. Bewerte das Video doch mit dem Daumen nach oben. Schnurreck, kannst du bitte in die Kamera schauen, wenn du mit denen redest? Schnurreck, hallo? Mann, Danny, ich bin schüchtern, Mann. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.